Einen schönen guten Tag, willkommen zurück, liebe Xenomorphs, falsches Franchise, bei Alien Isolation. So, wir sind über dem KI-Kern des, der Station. Komplett verwirrt, wie ich bin, geht's weiter. So. Wo müssen wir denn lang? Eigentlich in die andere Richtung, aber das passt, dann gucke ich mich erstmal hier um. Vielleicht finden wir noch das eine oder andere. In dem Mittel. Zum Beispiel. Ich könnte mal gucken, was wir hier noch haben. An Infos. Apollo Verkaufsinformationen. Apollo Informationsblatt. Warum sie sich für ein Apollo-System für ihre Weltraum-Orbitalstation entscheiden sollten. Selbstregulierung und Android-Verwartung. Android-Wartung. Sicherheit durch das Entfernen von Syntheten, Selbstbestimmung, verzögerungsfreie Kommunikation, keine Interferenzen, blitzschnelle Datenübertragung auf der Station, zuverlässig, leistungsstark, selbsterhaltend, ein echtes Sixen-Produkt. Okay, das war schon. Es war nicht gerade besonders viel. Ich mach mal kurz hier den Ingame-Sound ein bisschen hoch. So. Weiter geht's. Das war ja nix. Hier ist zu. Aber guck mal, wie praktisch, da gehen die Lichter einfach an. Linke Hemisphäre, Übersicht. Irgendwas oder wer ist hier? Da unten ist jemand. Ach, das ist ein Android. Den können wir hacken. Machen wir mal. Hat geklappt. Scheiße, ich habe ja keine Waffen mehr, ne? Oh shit. Mir wurden ja meine Waffen genommen. Das ist nicht gut. Ich kann mich ja jetzt nicht mehr verteidigen. Okay, dann speichere ich gerade nochmal. Ich habe nur noch EMP-Granaten, die ich einsetzen kann, um die auszuschalten. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Oder ich muss vielleicht versuchen, die irgendwie nach Möglichkeit zu umgehen. Anders wie kann es kritisch werden. Apollo-Begrüßungsraum. Ich nicht irgendwo die Waffen wieder? I don't know. Sensor, Inventarfall. Kann halt auch nichts mitnehmen, ne? Gott, die Musik ist auch nicht gerade sehr hilfreich. Ich werde ja noch richtig nervös gerade. Hände fangen schon so leicht an zu schwitzen. Okay, da ist der zweite. Ich aktivieren muss wahrscheinlich. Hier ist noch was zum Hören. Hier. Etwas stimmt nicht mit ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über Ricardo, der Leiter ist vorübergehend offline. Aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkabelt sind. Ich habe morgen eine Verabredung mit Ihrem Vorgänger. Die Turbine läuft heiß, Ricardo. Auf vollen Touren. Wenn er diesen dann den Marsch bricht. Das kommt mit besten Grüßen von mir. Wo soll denn das sein? Auf der anderen Seite, da war ich doch gerade. Oh. Es kann doch nicht alles wahr sein. Also nochmal zurück. Ach, hier jetzt, oder was? Nee, Tür ist verschlossen.
Turbine ist aus. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich, wenn Apollo-System überhitzt, okay, jetzt kann ich. Das ist die Tür, ne? Die hier zu war. Okay, hab ich. Das wird knapp. Viel Glück. Ripley, geh immer tiefer in Apollo und ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden so einige Hibis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Samuels hat sich geopfert, damit ich was, jetzt hier was sind da unten? Hibis? Hab ich das gerade richtig verstanden? Oh no. Oh. Ich auch. Okay, können wir nochmal speichern. Nutzen wir gerade mal aus, wenn wir gerade hier sind. Speicherdaten überschreiben. Of course. Okay. Das könnte jetzt spannend werden ohne Waffen. Weil jetzt sind wir wieder auf Leichen angewiesen und Gadgets nutzen. Okay, Ethanol. Ricardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Gasmaske. Soll ich die anziehen? Nee. Aber ich hab sie. Erfahrene Erdämmungsalarm. Apollo bittet Sie während des folgenden Ereignisses um Geduld. Gefahren Erdämmungsalarm. Derzeit auf Stufe Omega. Danke. Kauft. Spedding, etwas Verrücktes ist gerade passiert. Sevastopol ist vom Markt. Es gibt einen Käufer. Nur Wochen, bis der Laden komplett auseinandergenommen wird. Hier, sie zieht sich die Maske an. Ja, ich muss bis da hinten hin. Es könnte aufregend werden. Nach all den endlosen Präsentationen und Touren sind die Verhandlungen wohl doch nicht auf Eis gelegt worden. Jemand im Firmenhauptquartier musste einfach nur mit den Fingern schnipsen. Wir haben soeben eine Bestätigungsnachricht erhalten und da Apollo gerade ein neues Betriebsregelwerk empfängt, ist der Vertrag wohl unter Dach und Fach. Kenntnis hier drüber nur auf Verwaltungsratsebene bei Bedarf, bis die Anteilsinhaber Bescheid wissen. Ziemliche Beförderung, wie? Sie sollten nicht hier sein. Gemeinsam. Na, großartig. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich bin, glaube ich, richtig. Ich muss immer wieder auf die Karte gucken, es tut mir leid, aber sonst verlaufe ich mich und es könnte tödlich enden. Immer auf Kurs bleiben. Der kommt nicht. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nächstgelegenen See sein. Komm schon, Alter. Echt jetzt? Na gut. Was? Jetzt. Aber warum? Hä? Das hat nichts bei ihm gebracht. Aber warum? Sehe ich nicht. Gott, was eine Tortur. Oh. Ah, nö! Lass mich in Ruhe! Bastard! Das piekst. Fuck you! Ah, oh, Gott! Zwei von denen. Warum wirken die nicht? Versteck dich doch, ich drücke E. Gott.
What? Nein! Gott, fuck you, Alter. Halt dich bitte. Ach, das noch. Ja, Blankgranate, weiß ich nicht, Rauchgranate vielleicht. Dass die mich nicht sehen oder so. Komm schon, speicher bitte. Haha! Sterbe, dann hab ich Luck. Okay, und jetzt? Raum zur menschlichen Kommunikation. Hab ich jetzt. Ah, hier. Ach. Wie, was, wo? Okay. Besonders schnell sind die ja nicht, aber warum haben die gesehen, dass ich da rein bin? Versuch's nochmal. Dieser Bereich ist gesperrt und ich weiß, dass Sie hier sind. Ich weiß, dass Sie hier sind. Scheiß weißt du. Du weißt nix. Wäre geil, wenn man echt so einen Self-Kill ausfüllen könnte. Spielen Sie ein Spielchen mit mir. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Absolut, das ist ein großes Missverständnis. Ihr solltet nicht hier sein. Weil die diese Ganzkörperkondome haben, schämt das die wahrscheinlich auch gegen EMP-Granaten ab. Was das Ganze nicht einfacher macht. Ich meine, die machen zum Glück kleine Insta-Kills wie das Alien, aber trotzdem ist das nervig. Vor allem der ist jetzt hier direkt neben mir. What? Ich hab doch nichts gemacht. Maul. Gott. Ich muss weg hier. Wie kann ich den umbringen? Rohrbombe. Ja, klar. Das geht. Komm schon. Ich habe ihn doch getroffen. Was zum Fick? Glücklicherweise habe ich so viel Materialien gesammelt. Dass ich mir locker noch was herstellen kann. Das ist scheiße, da war ja auch einer, ne? Kacke. Weißt du, da habe ich so viel Zeug gehabt, was ich nicht aufheben konnte. Und jetzt brauche ich's. Wo soll ich hin? Bindemittel einsammeln geht nicht. Ich weiß nicht mehr, was Bindemittel ist. Ach, das ist die Plus, okay. Molotow-Cocktail wird rein theoretisch auch funktionieren. Die Sache ist halt, dann brennen die zwar, laufen trotzdem weiter. Ich weiß nicht, ob ich dann auch noch irgendwie Brandschaden von denen kriege oder so ein Käse. Es
ist halt da drin, ne? Oder kommt er? Muss halt abwarten, wo läuft der lang? Der läuft ja in diesen Gang. Oh Gott. Ja, meine letzte Aufnahme Alien Isolation war jetzt schon busy her, deswegen habe ich ganz vergessen, dass ich keine Waffen mehr habe und dass die hier rumlaufen. Und dann so, ja scheiße, jetzt haben die auch noch diese Gummianzüge an, wo ich sie vor einer MP-Granate geschützt sind. Das macht die ganze Sache umso schwerer. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. Okay, nochmal speichern. Ah, zum Glück hatte ich die Gelegenheit genutzt, der Komponenten, die ich hatte, um mir genug Heilung herzustellen und Granaten und so weiter. Ansonsten wäre das hier echt böse ausgegangen. Ach, natürlich. Apollo, da sind Androiden an der Tür. Ransom ist wie vom Erdboden verschluckt. Die sind überall. Es gibt Probleme mit dem Gefahreneindämmungsverstoß. Synthetensicherheitsverfahren werden hinten und vorne ignoriert. Ich muss... Ich bin tot. Ja, geil. Selbst umgebracht. Okay, hätte ja auch anders ausgehen können, aber du. Hey, na schön. Was? Da liegt auch noch was. Ja. Rohrbombe. Alter, die sind ja überall. Das ist ja grauenvoll. Das ist hier nirgends lang. Ich habe sie gefunden übrigens, Susanne. Und ja, ich kann dir nicht mehr sagen, dass du sie liebst, weil sie ist tot. Die meisten Leute hier sind tot. Wobei ich davon ausgehe, dass die meisten Opfer auf das Konto des Xenomorphs gehen, statt auf die Androiden. Ich werde der Sache nachgehen. Du könntest mal aus diesem Gang gehen. Das wäre super. Okay, er geht. Perfekt. Ich warte noch, bis er ein paar Meter weiter weg ist. Dann gehe ich raus und versuche mein Glück. Den nicht. Ah, kommt wieder rein, oder? Gott, Junge. Make way! Also eine Rohrbombe und Molotow-Cocktails sind so die einzigen Sachen, die ich nutzen kann, gegen die, um sie zu vernichten. Ansonsten abhauen. Oder wie in meinem Fall jetzt hier verstecken. Okay, damit das Ganze nicht nur im Schrank hocken ausartet, bei 20 Minuten, die wir jetzt schon haben, mache ich hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, versuchen wir nochmal unser Glück. Okay, ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Das muss zum Kern führen. Ohne Strom läuft hier nichts. Na, großartig. Auch das noch. Störungen sind sehr beunruhigend.
Alles sehr beunruhigend hier gerade. Ich habe ja noch Geräuschmacher. Stimmt. Ich könnte die ablenken. Ungeklärte Störungen sind sehr beunruhigend. Nö, bitte geh weg. Bitte gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Apollo benötigt einen ausführlichen Bericht. Apollo benötigt einen Cock. Okay, geht das jetzt? Ja. Oh Gott, ich bin drin. Geringe Energie. Ganz schön dunkel hier. Aber da kann ich wieder speichern. Kein Wunder, dass es so viele Speichermöglichkeiten hier eine nach dem anderen gibt. So viele Androiden, wie hier unterwegs sind, die man absolut schwer killen kann. Das ist gerade schlimmer, als vom Alien verfolgt zu werden. Das ist wirklich grausam. Da geben die dir die Schrotflinte, um sie kurze Zeit wieder wegzunehmen, weißt du? Richtig übel. Halten Sie über den Zugangsgenerator am Domterminal Zugang. Hier rein, oder was? Okay. Da komme ich definitiv nicht rein. Dieser Gang denn hin? Der führt mich wieder zurück. Benutzen. Na, will nicht. Verdammt. Geht ein bisschen. Es geht ein bisschen schnell, oder? Ich bin zu gierig. Jawohl. Das hat geklappt. Gab es diesen Schalter auf der Außenseite auch auf der anderen Seite? Also hier? Ah ja. Auch drücken hier. Sollte mir das Leben leichter machen. Naja, was hat das denn leichter gemacht? Was habe ich denn damit geschafft? Ich weiß gerade nicht. Kann ich mir jetzt meine Waffen wiederholen oder habe ich eine Tür geöffnet? I don't know. Wie der da rumläuft. Hier verschlossen. Okay, ich speichere gerade nochmal. Ah, hier.
jetzt geht's aber los, du, ich schipper's überall. Das erinnert mich stark an den Raum von Mutter aus dem ersten Alien-Film. Was zur Hölle? Zwei Tage nachdem wir los sind? Das kann nicht wahr sein. Hundesöhne. Es ist nicht auf der verdammten Station. Was? Scheiße. Oh shit. Alien ist also doch noch da. Untersuchen Sie den zentralen Reaktor. Lassen Sie Apollo von unterhalb des Kerns. Ja, dann wollen wir mal, ne? Wayland Yutani. Wir bauen bessere Welten. Warte mal. Bevor ich da runterkletter, ich habe diese Dinge aktiviert. Was hat mir das gebracht? Kann ich mir jetzt meine Waffen wiederholen? Wäre das drin? Das wäre so geil. Okay. Speicher gerade nochmal. Und dann beenden wir die Folge an dieser Stelle. Ich werde nochmal off-screen suchen. Versuchen, ob ich die Waffen wiederbekommen kann. Ob das geht, weil ich diese zwei Schalter da drin aktiviert habe. Bin mir nicht genau sicher, ob das der Fall ist oder war, aber sie hat gesagt, ja, das sollte mir das Leben leichter machen. Ich weiß es nicht, was das bedeutet, aber gucken wir dann. Dann sage ich schon mal an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Alien Isolation und meine Vermutung liegt nahe, dass das vielleicht bald ein Ende hat. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr danach an. Mal gucken, was noch kommt. Ich bin sehr gespannt. Also, wie das ausgehen wird, I don't know. Aber es bleibt weiterhin spannend und ich hoffe, ihr schaltet da wieder ein, wenn es weitergeht mit Alien Isolation. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.